Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf den neu erschienen, ist eigentlich Quatsch, auf der Erweiterung von Hohenkirchen, und zwar in der Version 2.0, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und wir fahren weiterhin die neu hinzugekommenen Linien, in dem Falle jetzt die Linie 2, beginnend hier ab Neustadt oder Neustadt Bahnhof über Hohenkirchen und dort bis zur Therme, beziehungsweise wir befinden uns ja weiterhin in Hohenkirchen, aber das ist im Teil jetzt die neu hinzugekommene Stadtbuslinie. Ja, und wir fahren das mit dem Iveco Cross WLE mit der Freeware-Variante weiterhin, entsprechendes Repaint seht ihr ja. Euro 6 Motor im Heck und Automatikschaltgetriebe, ich meine, weit gehört zu haben mit den letzten Videos. Sei es drum. So, und da wartet auch schon jemand. Und dann begebe ich mich mal an meinen Arbeitsplatz. Mach mir mal noch die Pfeile an. Guten Tag. Und dann würde ich mal sagen, mache ich mal das gute Stück an. Jawohl. So, und dann gucken wir mal auf die Uhr. Die sagt noch 2 Minuten. Dann kann ich euch noch ein klein wenig was erzählen. So, ich mache mich schon mal abfahrbereit, aber wir haben ja die Haltestellenbremse drin, also rollt es nicht los. Ja, so, das ist jetzt das mehr oder weniger das erste Video, was auf dem neuen Rechner, ich bin endlich fertig und ich bin endlich umgezogen, auf den neuen Rechner entsteht. OBS habe ich dahingehend etwas angepasst, dass ich mit einem anderen Codec jetzt aufnehme. Bisher habe ich mit 264 aufgezeichnet. Jetzt mache ich das mit 265. Sollte YouTube in dem Sinne gar nicht tangieren. Möglicherweise ändere ich auch noch den Audio-Codec. Das habe ich noch nicht getan. Sei es drum, das, was jetzt wichtig wäre, ich habe es schon mal ein bisschen probiert und habe auch die Qualität ein bisschen runtergenommen. Weil nach den Einstellungen, so wie es von einem bestimmten YouTuber empfohlen worden ist, werden die Dateien für meinen Geschmack viel zu groß. Und ich sehe auch in der Bitrate, dass da, ich war da bei 60 oder 70 MB Bitrate. Also das ist mir viel zu groß. Das ist mir eindeutig viel zu groß. Und dann schauen wir mal, was geht. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Bitte mal an euch. Schaut euch mal die Videos genauer an. Vielleicht vergleicht das auch mal mit den vorhergehenden Videos. Und guckt doch mal, ist die Bildqualität jetzt besser oder ist sie eventuell sogar schlechter geworden? Dann muss ich da natürlich noch was dran tun. So, und jetzt würde ich mal sagen, ich sehe mal zu, dass ich hier die Abfahrt nicht verpasse. Und dann legen wir direkt los. So, wir gucken nochmal auf die Pfeile. Natürlich sehen wir nichts, weil ich meine, es war so gedacht, dass man S2 nach links abbiegt. Genau. Dann machen wir das jetzt auch so. Und dann weiß ich gar nicht, ich glaube, einmal müssen wir die Ansagen anstoßen. So, das ist wieder typisch hier. Ich sehe nichts. Also da muss ich echt noch was machen an meiner Lichteinstellung hier vom Bus. So, halten wir hier? Ne, hier halten wir nicht. Und jetzt tue ich einmal anstoßen und dann sollte der Rest funktionieren. Nächste Haltestelle, Hohenkirchen, Molkerei. Dann schauen wir doch mal, ob das passt. So, ansonsten habe ich es jetzt geschafft, alles mal auf den neuen Rechner rüberzubringen. Und das Beste ist natürlich, für euch ändert sich überhaupt nichts. Das, was sich vielleicht noch ändern wird, ist dann auch, dass ich nochmal streamen werde. Dann auch vom neuen Rechner, weil der letzte Stream war ja noch vom alten Rechner. So, und hier steht Molkerei. Und dann schauen wir mal. Das, was ich auf jeden Fall schon gesehen habe, OMSI ist eine ganze Ecke jetzt schneller. Ich habe schon mal die ein oder andere Hallo-Karte getestet. Also selbst hier in Hohenkirchen fahre ich jetzt mit beruhigende 60 FPS. Obwohl Hohenkirchen eigentlich gar nicht so anspruchsvoll war. Aber ich hatte mal Lemmental gestartet am Hauptbahnhof zur Mittagszeit. Auch da habe ich bei viel Verkehr 60 PS. Also klingt doch gut. Nächste Haltestelle,
Hohenkirchen Fahrplatz. So, dann fahren wir jetzt aber mal hier vernünftig und bleiben auch auf unseren Fahrstreifen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn Fahrplatz? Ich habe gesehen beim Herfahren bei der Betriebsfahrt, hier hinten drin ist ein Pausenplatz. Da ist Fahrplatz und ich glaube, hier vorne war noch mal eine Haltestelle. Ach ja, da müssen wir hier reinfahren. Die ist direkt so gedacht. So, dann sage ich doch einfach mal Hallöchen. Hallo. So, dann müssen wir warten, bis hier die Ampel uns die Sache freigibt. Die Autos stehen schon. Jetzt darf ich. Nächste Haltestelle, Hohenkirchen Veranstaltungsforum. Ja, ja, doch, da ist jemand. Habe ich nur im Augenwinkel gesehen. Guten Tag. Ja, die Haltestelle ist ein bisschen am Eck gebaut, ja, passend für Linie 1 und 2. Die 1 kommt nämlich hier runter. Beziehungsweise fährt hier hoch. Ja, entsprechend hat man hier an der Ecke enthalt jetzt die Sache hingebaut. Oh, der Lichtmast steht schief. Das ist nicht gut. Nächste Haltestelle, Hohenkirchen Wiesenweg. Mal den Gegenkurs grüßen. Guten Morgen. Hallo, ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Normale Fahrkarte, dann gucken wir doch mal. Das war Fahrschein Nummer 11 für 3,50 bitte. Und danke. 50 zurück, bitteschön. Türe zu. Und dann müssen wir hier gleich abbiegen, wenn es dann die Situation erlaubt. Da ist Platz, da ist Platz. Da ist ein Lichtmast, den dürfen wir nicht umfahren. So, und jetzt haben wir erstmal ein gemeinsames Stück mit der Linie 1. Das kennen wir ja nun schon. Es trennt sich dann aber wieder auf. Nächste Haltestelle, Hohenkirchen Postplatz. Zur historischen Altstadt und Touristeninformation bitte hier aussteigen. So, einmal raus mit euch. Hallo. Hallo. Ein Tagesticket für Erwachsene. Tagesticket, ist das das hier? Nee, muss ich ranzoomen. Tageskarte, da haben wir sie. 8:20. Na Mensch, was ist denn heute los hier? Bitteschön. Führe zu, hatte ich hinten schon zugedrückt? Hinten hatte ich schon zugedrückt. Weiter geht's. Mann. Ja, hat man schon hinzu. Aber hier ist doch Platz ohne Ende. Hier ist Platz ohne Ende. Weiß nicht, wo das passt, aber ist egal, ihr wollt jetzt wieder alle aussteigen. Weiß.
Ich weiß, ihr wollt alle aussteigen. Dann macht ihr das bitte. So. Einmal hier rum. Am Rathaus. Oh, und schwarze Texturen kriegen wir auch. Naja, das gehört ja immer noch dazu. Lässt sich nicht vermeiden. Hallo. Das war's schon. So, da hinten wollen noch ein paar raus. Nächste Haltestelle, Hohenkirchen Stadtpark. So, hier muss man aufpassen. Hatte ich ja schon mit der Linie 1 das Problem, dass ich zurückfahren musste. Weil der Kollege, der da kam, der Meinung war, er passt nicht an mir vorbei. So, jetzt versuche ich mal ganz piep an den Bordstein zu fahren. Hat er es gedrückt da hinten? Ja, hatte es. So. Guten Morgen. So, und wenn wir jetzt gleich am Bahnhof sind, gucke ich mal auf die Uhr, ob wir vielleicht, da ist auf jeden Fall was rot, zu früh sind, oder ob wir vielleicht sogar noch was abwarten müssen dort. Nächste Haltestelle, Hohenkirchen Bahnhof. Sie haben Umsteigemöglichkeiten zum Regionalverkehr. Nicht so wilde. So, dann schauen wir doch mal. Hallo, ein Ticket bitte. Wir sind leicht zu früh. Guten Morgen. Fahrschein 3,50. Bitteschön. Ich möchte gern ein normales Einzelticket haben. Ein normale 3,50 bitte. So, das sind 4. Bitteschön. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich hier mit leicht Verfrühung die Sache so rankomme. Gut, dann können wir ja mal kurz innehalten. Mal das Gepiepse ausstellen. Gucken wir doch mal kurz raus, ob es hier irgendwas Schönes gibt. Gucken wir uns doch mal schnell um. Ja, ist der Bahnhof im Teil wie gewohnt.
So. Ich mache mal nebenbei mal Shift-Z an, dass ihr das auch mal seht, dass ich hier wirklich mit 60 FPS laufe. Na gut, 58, 57. Ich bin knapp dran, aber es ist auf jeden Fall... Ihr seht ja selber, wie weit ich gucken kann, was eingestellt ist. Also es läuft aktuell schön gut und flüssig. So, dann springe ich jetzt aber mal zurück zum Fahrzeug. Und jetzt hoffe ich doch mal, dass die Zeit, jawohl, die Zeit ist entsprechend runter. Dann können wir weiterfahren. Hinten hatte ich auch auf, dann machen wir zu. So, und dann würde ich sagen, geht es weiter mit uns. So, hier wäre Klinikum. Da ist aber niemand. Nächste Haltestelle. Hohenkirchen, Klinikum. Kannst du gleich die nächste Haltestelle noch ansagen, während ich hier auf das Geländer und die Mauer achte? Nächste Haltestelle. Hohenkirchen Feuerwehr. So, hier muss man aufpassen. Ich hatte ja abknickende Vorfahrt. Aber das sehen nicht alle Verkehrsteilnehmer so. Aber bis jetzt sieht's gut aus. So, dann rum mit uns. Guten Morgen. Guten Tag. Nächste Haltestelle. Hohenkirchen, Erfurter Straße. Ja, ein bisschen da hinten. Und noch einmal, die 858. Können wir die fahren oder ist das nur eine KI-Linie? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist eine KI-Linie. Müsste ich gucken. Oh Mann, was ist denn heute los hier? Ich gebe eigentlich relativ dezent Gas, aber... Es will nicht so richtig. So, wir sind die 1, wir fahren gerade... wir sind die 2, wir fahren geradeaus weiter. Nächste Haltestelle, Hohenkirchen, Biogasanlage. Nee, hier geht's weiter. Ich hoffe, das ist richtig so. Baustelle. 30, okay.
Muss man auf jeden Fall aufpassen. Genau aus dem Grund. Aber wenn der gelbe durch ist, dann kann ich rum. Ich brauche nämlich auch ein bisschen Platz. Nee. Nee, laut Spiegel war da noch Platz da hinten, Leute. Laut Spiegel war Platz. War zwar knapp, aber es war Platz. So. Nächste Haltestelle. Hohenkirchen, Therme. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Und da sind wir auch an der Therme angekommen. Dann bitte einmal aussteigen und dann sollte auch ein Fahrplan kommen, der uns sagt, dass wir 25 Sekunden zu früh sind. Das ist doch schön. Ein paar Minuten Zeit habe ich bestimmt jetzt. Dann mache ich mal kurz das Fahrzeug aus und dann die Pfeile aus und dann gehe ich mal mit euch raus. So, na gut. Zack, gehen wir mal schöner hin. Drehen wir uns mal schön hin. Ja, das sieht auch gar nicht schlecht aus. So, das war nämlich jetzt auch schon die Hintour der Linie 2 hier in Hohenkirchen Version 2 vom Neustadtbahnhof kommend bis hierher, bis zur Therme. Ja, ich hoffe, es hat gefallen und ihr möchtet auch im nächsten Video wieder mit dabei sein, wenn ich dann die Rücktour fahren werde. Und bis dahin sage ich jetzt erst einmal Tschüss.